Alarm im Landkreis Passau. Kurz vor 7 Uhr geriet am Mittwochmorgen auf der B388 zwischen Obernzell und Untergriesbach ein LKW in Vollbrand. Das Unglück geschah in der letzten Kurve vor der geraden Richtung Untergriesbach. Das Fahrzeug hatte Kartonagen geladen, was das Brandgeschehen teils noch beschleunigte. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug unverletzt verlassen. Neben dem Feuer entstand eine intensive Rauchentwicklung. Im Einsatz waren die Feuerwehren Untergriesbach, Obernzell, Lemmersdorf und auch Kreisbrandinspektor Horst Reschke war am Unfallort. Außerdem waren das BRK mit Rettungswagen und Notarzt und die Beamten der Polizeiinspektion Hauzenberg vor Ort, die den Unfall aufnahmen. Die Bergung erfolgte erst am Nachmittag.